Durch die Reisewelle in Pfingsten in Kombination mit dem 9-Euro-Ticket kommen Züge oft verspätet und überfüllt an. Der Fahrgastverband ProBahn schrieb über überfüllte Abteile auf den Hauptstrecken. Züge konnten wegen des Andrangs sogar nicht rechtzeitig abfahren. Auch für heute erwartet die Bahn eine große Reisewelle. Die Bahn informiert seit den Mittagsstunden via Twitter, auf welchen Strecken das Mitnehmen von Fahrrädern durch Überfüllung der Züge nicht gestattet ist. Der Fahrgastverband kritisiert auch, dass die Kapazitäten nicht ausreichend ausgebaut wurden.